Ja, sehr gut. Gut, dann freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Und genau, wir alle haben die Kraft der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Und darum geht es auch heute. Und ich freue mich wirklich, wirklich sehr von Herzen, dass du mir heute diese Zeit schenkst und hier dabei bist. Und zuallererst möchte ich mich auch beim Familienzelt bedanken für die Einladung, diesen Vortrag zu halten, dem Herzen folgen, Mut tut gut. Und ich möchte mich bei der Casa Ananda bedanken, wo ich hier heute als Host quasi diesen Vortrag halten darf. Und hier auch einfach noch Werbung in eigener Sache. Alle, die das Familienzelt nicht kennen, schaut dort mal vorbei, schaut dort die Menschen an. Eine tolle Institution, tolle Angebote und wir hoffen ja bald, dass die Veranstaltungen wieder losgehen dürfen. Und auch Casa Ananda, das Mutzentrum in Graz, schaut ja auch heute mal irgendwann vorbei. Jetzt seht ihr nur hier diesen einen Raum und hier sind wir auch immer noch auf der Suche nach tollen Menschen, die einfach gemeinsam mit uns die Räume füllen und mutig den Herzensweg entlang gehen. Nun gut, über was wird heute gesprochen? Heute sprechen wir eben über Mut, über Angst, über Glaubenssätze und auch dahingehend, wie kann ich es eigentlich herausfinden, was so meine Herzensessenz ist, mein Herzenswunsch. Und das finde ich ganz, ganz schöne Themen. Und hier auch gleich zu Beginn, du bist mir sehr wichtig und deine Zeit ist mir sehr wichtig. Und ich hoffe dir deswegen, dass ich dir vielleicht neue Inputs geben kann, neue Sichtweisen, Blickwinkel, dass du dir was mitnehmen kannst. Und sollte es nur ein kleines Momentum sein, wo du sagst, cool, das hilft mir jetzt, dann haben wir beide schon sehr viel gewonnen. Am Ende des Vortrags gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr alle möglichen Fragen stellen könnt und auch danach. Nach diesem Vortrag habt ihr immer die Möglichkeit, dass ihr mich kontaktiert, einfach über meine Homepage und mir jederzeit eine Mail schreibt. Für alle, die merken während des Vortrags, okay, es ist heute vielleicht doch nicht ganz stimmig für mich, dann könnt ihr diesen Online-Vorraum sozusagen verlassen und wir hoffen, dass wir das hinbekommen, dass das Video auch danach noch abrufbar ist und dass du dir es jederzeit anschauen kannst. Ja, das wäre mir auch ganz, ganz wichtig. Und genau, und noch ein kleines, bevor es wirklich losgeht, was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ich spreche heute hier eben von meinen Erfahrungen, von meiner Wahrheit, von meinen Konzepten und hier kannst du einfach deine Ohren aufmachen und schauen, ist das stimmig für mich? Gehe ich damit in Resonanz? Gehe ich vielleicht damit in Widerstand? Und warum gehe ich in den Widerstand? Warum ist das nicht stimmig? Weil wir müssen ja alle wissen, wir alle sind wirklich mutige Wesen und wir alle befinden uns auf unserer ganz eigenen Lebensreise. Und jeder hat so seine Themen. Der eine hat vielleicht gerade das Thema der Sichtbarkeit, der andere hat das Thema wirklich, sich offen zu zeigen oder einmal eine schöne Beziehung, eine tiefe Beziehung zu führen. Der eine möchte sich vielleicht einmal trauen, so richtig zu sich zu stehen und die Wahrheit auszusprechen und seine Grenzen zu wahren. Eine andere Person möchte mal ordentlich Nein sagen und einfach herausfinden, was Sache ist. Und das ist ja das Schöne, weil so sind wir alle Menschen, wir sind miteinander verbunden und wir können voneinander lernen. Und ich bin mir sicher, es gibt da draußen immer irgendein Mensch, der schon mal durch dieses Thema durchgegangen ist. Und dann können wir einfach schauen, wie hat es der Mann, die Frau, das Kind geschafft, da durchzugehen? Und was kann ich vielleicht mitnehmen für mich, dass ich es mir leicht machen kann, weil wir dürfen es uns auch leicht machen im Leben. Und das ist ja auch das Wunderbare, dass es so sein darf. Genau. Und wir beginnen gleich eben mit dem ersten Wort, mit dem Wort Mut. Ein Wort mit wunderschönen drei Buchstaben. Und ich bin mir sicher, wir sind dieses Jahr wirklich schon durch sehr viele Mutmomente hindurchgegangen. Wir haben alle unsere Sorgen, Ängste, vielleicht auch Probleme. Und wir sind alle eben diese mutigen Wesen, die immer wieder mit Themen konfrontiert sind. Jetzt ist aber zu schauen, was bedeutet eigentlich Mut für mich selbst, für mich persönlich? Was bedeutet Mut? Was kann ich daraus mitnehmen?
wie wir schon angesprochen haben, eben für den einen bedeutet es Mut, sich mal sichtbar zu zeigen. Für den einen bedeutet es Mut, einfach genau sich selbstständig zu machen, was aufzubauen. Und dass wir da näher reinkommen, bitte ich dich jetzt, dass du, ich weiß nicht, ob du gerade sitzt oder liegst, es ist ganz egal. Wir schließen jetzt gemeinsam mal unsere Augen, um einfach auch hier heute in diesem Vortrag und bei uns selbst anzukommen. Ich mache auch mit, also schließ einfach mal deine Augen. Wenn es unangenehm ist, kannst du sie auch offen lassen. Schließ deine Augen, spür deinen Körper, deine Präsenz heute. Spür deine Füße auf dem Boden oder auf der Unterlage, dein Gesäß auf der Unterlage. Deine Schultern sind locker, dein Bauch ist locker. Alles ist entspannt. Um ganz bei dir anzukommen, nimm jetzt mal einen kräftigen, tiefen Atemzug für dich. Und komm beim Ausatmen noch mehr für dich an. Und dann spür einfach kurz rein, wie es dir gerade im Moment geht, wie du da bist. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit immer mehr in Richtung deines Herzens. Deinem Herzzentrum. Atme auch hier für dich ein und aus. Spüre deinen Herzschlag. Und dann frage dich innerlich, wenn sich das jetzt stimmig für dich anfühlt, was war dieses Jahr, die letzten Jahre, so ein mutiger Moment für dich? So ein mutiger Moment, wo du sagst, boah, dass ich mich das getraut habe. Oder da bin ich über meinen Schatten gesprungen. Und lass einfach so ein Bild in dir aufkommen. Und wenn nichts kommt, ist das auch in Ordnung. Aber schau einfach mal, was passiert. Und folge deinem ersten Gedankenimpuls. Und wenn dir jetzt vielleicht so ein Bild gekommen ist von so einem Mutmoment, wie du es definierst, dann spür auch da mal rein. Wie fühlt sich das an? Und wie fühlst du dich dabei? Und der Körper, wie fühlt sich der an? Und dann atme nochmal ein und aus. Lass das Bild wieder so am Horizont verschwinden und komm in deinem Tempo wieder im Raum zurück. Und vielleicht konntest du jetzt so einen mutigen Blitzmoment für dich erhaschen. Vielleicht kommt auch im Laufe des Abends, der nächsten Wochen, der nächsten Monate. Aber vielleicht ist dir ein Bild gekommen und vielleicht auch das Gefühl. Und vielleicht hast du gespürt in diesem Moment, dass du dich danach gut gefühlt hast. Und genau hier wollen wir jetzt auch nochmal einsetzen, dass du auch bemerkst, wie viel du schon im Leben erreicht, wie viel du schon im Leben geschaffen hast, wie viel du schon im Leben wirklich Gutes getan hast. Wir gehen ja schon jeden Tag durch einen mutigen Moment, in dem wir immer wieder aufstehen, in dem wir sagen, okay, ich begegne heute wieder diesen Tag und sei er noch so lang. Wir sind mutig, weil wir uns für dieses Leben entschieden haben. Wir sind mutig, weil wir gesagt haben, wir nehmen die 100%ige Verantwortung für dieses Leben. Und jeder trifft jeden Tag mutige Entscheidungen und geht dahin durch. Und darauf kann man ruhig mal stolz sein, auf die Schulter klopfen und sagen, wow, was ich schon alles geschafft habe. Und wenn es sich stimmig anfühlt, dann kannst du auch mal innerlich sagen, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, dass ich das alles schon geschafft habe. Und ich bin stolz, dass ich eben 100% die Verantwortung für mein Leben übernehme. Und um trotzdem diesen Faden zu spinnen, möchte ich dir auch hier näher bringen, was Mut für mich bedeutet, für meine Wahrheit.
Ich bin immer wieder draufgekommen, dass manche Dinge in meinem Leben einfach nicht stimmig sind. Dass ich oft vielleicht was übernommen habe, was gar nicht zu mir passt. Und dann habe ich irgendwann so einen erwachten Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja stimmt, alles ist ja vom Menschen erdacht. Jedes Buch, jedes Konzept haben wir uns selber mal ausgedacht. Jede Glaubenssätze sind irgendwie entstanden im Leben. Und wir haben ja hier die eigene Wahl und die Freiheit, dass wir uns selbst unser Lebenskonzept erschaffen können. So gut wie möglich eben. Also einfach hinterfragen, welches Lebenskonzept passt für mich? Alles zu hinterfragen. Das fängt schon dabei an mit, möchte ich vielleicht eine Familie gründen? Möchte ich mir ein Haus kaufen? Oder möchte ich lieber nomadisch leben? Möchte ich in einem Tiny House leben? Oder möchte ich sowieso ganz was anderes? Und alles ist vollkommen in Ordnung. Hier dürfen wir mal aufmachen und groß träumen und einfach schauen, was möchte ich wirklich im Leben in dieser Zielklarheit? Was ist mein Konzept? Was berührt mein Herz? Was ist meine Essenz? Und hier dürfen wir auch wirklich dieses Selbstrespekt, Selbstegoismus haben und sagen, was ist wirklich stimmig für mich? Welches Lebenskonzept? Und da dürfen wir verrückt sein und irgendwelche neuen Konzepte erfinden. Vielleicht ist es auch schön, wenn man in einem Wohnwagen lebt und ein Jahr um die Welt fährt oder länger und von da aus arbeitet. Sagt ja keiner, dass das nicht geht. Bloß manchmal ist es natürlich herausfordernd, weil wir natürlich Gesellschaftsdogmen haben, weil wir aufgewachsen sind in einer Umgebung mit unseren lieben Eltern, vielleicht mit Geschwistern, mit unseren Freunden. Und wir haben natürlich da auch Einprägungen und Muster, Programmierungen mitbekommen. Damit meine ich Glaubenssätze auch. Und natürlich denkt man nicht danach, ist das jetzt gut oder ist es stimmig für mich, sondern man lebt dann dahin, bis man merkt, ah ja, warum mache ich das eigentlich? Es passt doch eigentlich gar nicht zu mir, dieses Lebenskonzept. Warum möchte ich genauso leben wie meine Ahnen oder Vorahnen? Ich muss das ja gar nicht machen. Ich darf das ja jederzeit durchbrechen. Und hier stellt sich die Frage eben, wenn ich meine Wahrheit finde, eben berührt es mein Herz? Und dann haben wir zwei unterschiedliche Wahlen. Einmal, vielleicht habe ich Angst. Und dann kann ich mich fragen, habe ich Angst, aber spürt sich es trotzdem richtig für mich an? Dann ist es gut, da trotzdem durchzugehen durch diese Angst. Oder fühlt sich es einfach nicht gut an? Dann kann man es ja lassen. Und wenn wir eben diese eigene Wahrheit gefunden haben, diese Lebenskonzepte, dann ist es manchmal so, dass uns was blockiert, oder? Dass wir so Sachen haben, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und das können auch so Glaubenssätze sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Mutter erzählt ihr immer wieder, dass Geld schlecht ist, dass es den Charakter verdirbt und dass alle Menschen, die Geld haben, böse sind. Dann ist es vielleicht so, muss ja nicht sein, aber dass du dem Leben einfach vielleicht da der Fluss fehlt und du einfach nicht genug hast für deine Selbstständigkeit zum Aufzubauen. Und eigentlich ist dein größter Wunsch, genug Geld zum Fließen zu lassen für dich, aber auch um was Gutes für die Welt zu tun. Und dann könntest du eben durch die Bewusstwerdung, ist dein Glaubenssatz schon geändert. Das ist schon mal das Erste. Das verändert sich dann sofort. Und dann kannst du dir einfach neue Wahrheiten suchen. Vielleicht gibt es da draußen irgendeine Person, die eben vielleicht dieses Geld verdient, die aber soziale Projekte macht und die eine liebe Person ist. Und dann suchst du eben drei Standbeine raus, drei neue Wahrheiten, weil wir glauben ja nur das. Und alles, was wir wahrnehmen, ist ja von unserem Glauben abhängig. Und wenn du das Neue glaubst, dann kannst du sagen, ich erlaube mir, dass Geld zu mir fließt, weil ich was für mich und für andere, was Wohlwollendes in die Welt setzen möchte. Und meine Mutter mich trotzdem liebt. Weil ich es ja auch beweisen kann, dass es anders geht. Dass es anders möglich ist. Genau, und hier kommen wir auch zu diesem Faden. Wenn wir das machen, ist auch diese Zielklarheit wichtig, 100% diese Zielklarheit, was will ich im Leben? Ich habe jetzt mein Lebenskonzept, vielleicht meine Glaubenssätze überarbeitet und dann diese Zielklarheit. Weil wenn du weißt, was du willst, wenn du einfach weißt, was du willst im Leben, dann bist du automatisch mutiger, du wahrst deine Grenzen und du kannst auch zu manchen Sachen einfach Nein sagen, weil du weißt, es passt mir zu dem Weg. Ein Beispiel, deine neue Zielklarheit ist, du möchtest 100 € pro Stunde für ein Coaching.
Dein vorheriger Preis war 50 Euro. Jetzt kommt natürlich, meistens ist es so, als Prüfung abends noch eine Mail von einer Klientin, hätte gern morgen ein Coaching für 50 Euro. Ja, da ist natürlich dann zu sagen, nein, meine Zielklarheit war jetzt 100 Euro und du kannst einfach frech zurückschreiben, ich würde mich so freuen, wenn du kommst, aber mein neuer Preis ist 100 Euro und genau, einfach wertschätzend und einfach diese neue Richtung einzuschlagen, also auch wirklich durchzuhalten mit dieser Zielklarheit. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, ja, Zielklarheit schön und gut, aber wie finde ich jetzt eigentlich heraus, was ich möchte, was mein Herz möchte, was meine Herzensessenz ist? Wie finde ich heraus, was ich wirklich im Leben machen mag? Oft sind wir, es gibt 1000 Möglichkeiten, wir sind vielleicht überfordert. Also was mag ich wirklich in meinem Leben machen? Wie finde ich diese Herzensessenz, diese Zielklarheit? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier zum Beispiel einfach durchs Experimentieren, durchs Tun einfach machen und dabei bleiben und durchs Ausprobieren findest du heraus, was gut für dich ist. Oder du machst es folgendermaßen. Du nimmst dir zwei Listen für dich. Eine Liste führst du mit allem, was dir Freude macht. Du schreibst auf alles, was dir Freude macht. Das kann sein Blumen pflücken, Kaffee trinken, musizieren, singen, Leute motivieren, reden, schreiben, alles, was dir so einfällt. Wenn dir am Anfang gar nichts einfällt, dann kannst du auch deine Freunde fragen, dein Umfeld und dir auch Feedback holen. Einfach wieder drauf kommen, was macht mir eigentlich Freude. Und diese Liste führst du so lange, bis du glaubst, jetzt ist genug, jetzt habe ich genug gesammelt. Und dann machst du eine zweite Liste und die zweite Liste führst du dahin, was kann ich gut, was sind meine Qualitäten? Qualitäten wie zum Beispiel, ich kann gut reden, ich kann gut schreiben, ich kann gut mit Menschen, ich habe das und das studiert und kann das gut, ich kann gut rechnen, ich kann gut Nachhilfe geben. Alles, was dir einfällt und auch hier, wenn du es nicht weißt, frag deine Herzensmenschen, die es wirklich ehrlich mit dir meinen, was sie so einfällt über dich, was du gut kannst. Dann hast du zwei Listen. Diese zwei Listen schaust du nochmal drüber und priorisierst sie. Das heißt, du gehst von 1, 2, 3, 4, also 1 sehr wichtig bis nicht so wichtig und nimmst die Punkte weiter runter. Und das machst du mit der anderen Liste auch, mit deiner Qualitätsliste. Was kann ich besonders gut? Ist die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und führst die Listen weiter. Jetzt wird's spannend. Nämlich dein Match wird spannend. Deine Freudenliste Nummer 1 und das, was ich gut kann, Nummer 1, diese zwei Punkte, ist ein Match. Und da kannst du schauen, wow, das berührt mich, das ist meine Herzensessenz und kannst du einfach mal auch vertiefen. Wenn es jetzt zum Beispiel ist, mir macht Freude, Geschichten zu schreiben und auf der Qualitätsliste war Menschen motivieren, dann kann ich vielleicht durch meine Geschichten Menschen motivieren und da liegt vielleicht deine Herzensessenz. Da kannst du einfach mal reingehen und ausprobieren. Einfach ausprobieren, ob das wirklich was für dich ist, was stimmig ist. Aber es ist so ein Weg, von außen ins Innere zu kommen und zu schauen, boah, das macht was mit mir. Und wie kann ich jetzt aber immer diese Klarheit für mich halten? Manchmal ist es so, wir haben alle Ängste. Ich genauso, auch für heute, vor diesem Vortrag. Und das ist ja einfach nur so, die Angst nimmt man mit ins Gepäck und geht hindurch. Und dadurch wird ja diese Komfortzone immer breiter und fülliger und das Selbstvertrauen wird gestärkt, weil ich die Angst einfach mitnehme und sie eben nicht fernhalte. Gut, wir haben gesprochen, bevor wir gleich zum Ende kommen, eben diese Wahrnehmung, meine eigene Wahrheit finden, die Lebenskonzepte zu hinterfragen, Zielklarheit ist sehr, sehr wichtig, was möchte ich vom Leben und wirklich diesen Weg dann zu gehen. Deine Zielklarheit, dann haben wir über Glaubenssätze gesprochen, wie man die verändern kann, auch sehr, sehr wichtig. Und wirklich, wenn du einen neuen Glaubenssatz weißt, wenn dir was bewusst wird, was du nicht mehr brauchst, dann ist er schon bewusst und kann somit geändert werden. Das kann auch ganz einfach sein. Und wir haben darüber geredet, wie kann ich wirklich meine Herzensessenz rausfinden? Wie kann ich meine Herzensessenz rausfinden? Eben möglicherweise einfach durchs Ausprobieren, durchs Experimentieren, sowas bei mir mit der Musik oder eben durch diese Listen, wo ich mir einfach eine Hilfe suche. Dann ist aber natürlich der Schritt, jetzt habe ich hier meine Herzensessenz und wie bleibe ich jetzt auch dran? Ja, dem Herzen folgen, Mut tut gut, das ist ja schön, aber wir möchten ja auch dranbleiben und das uns nicht einfach vornehmen und dann wieder lassen.
Und hier habe ich was, ein paar Punkte, die für mich wichtig waren. Du kannst ja schauen, geht es mit dir in Resonanz, hilft es dir vielleicht? Wie du dir Unterstützung holen kannst. Bei mir war es so damals, ich habe eine Mutgruppe gegründet, damals mit einer Freundin. Wir waren so ein Kernteam, waren wir immer zu fünft. Und da haben wir uns einfach Aufgaben gestellt. Also jede Woche musste einer einen Vortrag halten, ein Seminar machen oder das, was man wirklich die Herzenessenz ist, eine Yoga-Einheit geben in dieser Mutgruppe. Und wir haben auch andere Aufgaben gemacht, wie zum Beispiel, wir mussten uns mal mitten auf die Straße legen oder ich musste einem Busfahrer ein Kompliment machen. Das hat mich besonders gefreut, weil es ihn auch gefreut hat. Also auch so Mutsequenzen jede Woche, sich in der Gruppe auszusuchen, was man Verrücktes machen kann. Und jeder muss es ja machen und dann ein Beweisfoto schicken. Das heißt, man bleibt da auch dran und weitet wirklich die Komfortzone. Weil ganz ehrlich, vor was haben wir eigentlich dann Angst? Wir kennen das alle. Meistens passiert dann eigentlich gar nichts Schlimmes, sondern es ist einfach unsere Story, unsere Angst. Und das ist völlig normal. Die haben wir, glaube ich, alle. Wir alle haben mal Selbstzweifel und andere Themen, wie schon angesprochen. Das ist ganz normal. Wir können uns aber gegenseitig unterstützen. Dann natürlich, das habe ich auch schon angesprochen, in die Angst hineingehen. Und hier ist es wirklich so. In der Angst liegt das größte Wachstum und in der Angst liegt dein Herzensweg. Ich weiß noch, damals war es für mich schwer, einfach eine Berufung zu finden mit meinen Studien. Und ich wollte eigentlich immer mit Menschen arbeiten und Seminare geben. Aber es war meine größte Angst, mit Erwachsenen zu arbeiten. Und habe es dann aber durchgezogen. Gott sei Dank mit einer guten Freundin, die mich da ermutigt hat, haben wir unser erstes Seminar gegeben in Mariazell. Und mir war wirklich schlecht, mir war übel. Ich war sehr aufgeregt und bin aber hindurchgegangen, habe gemerkt, umso mehr ich es tue, das Ausprobieren, umso einfacher wird es. Denn dieser Satz ist auch gut. Am Anfang ist alles schwer, bevor es leicht wird. Und das kennen wir alle. Ob es jetzt das erste Date ist, die erste Prüfung, der erste Klient, der erste Kunde, das erste Start-up, ist ja ganz egal. Am Anfang ist es einfach schwer und dann wird es ganz leicht. Also einfach die Angst mitnehmen und mitpacken. Genau. Und dann natürlich, was auch ganz wichtig ist, eben um diesen Mutessenz zu bleiben, immer wieder dich zurückzuführen und in dein Vertrauen zu gehen. Wirklich Vertrauen in dich zu haben, Vertrauen in deinen Weg zu haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich durchhalten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dein größter Wunsch ist, Adventskränze zu verkaufen, diese zu basteln, weil es dir gerade so viel Freude macht in dieser Zeit, und es kommt nach einer Woche keine Bestellung rein, dann gib nicht auf, sondern halte durch. Die Samen müssen gesät werden. Das ist genauso beim Baum. Da können wir auch nicht erwarten, dass nach einer Woche er schon einen Meter hoch ist. Es dauert halt einfach Zeit. Aber eben hier im Vertrauen zu üben, wenn du spürst, dein Herz möchte das, es berührt dich, du bist auf dem richtigen Weg, dann ist das so. Wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann ist das so, dass sich alles zeigen wird, dass alles aufgehen wird. Es braucht halt einfach Zeit, wie alles Zeit braucht. Deswegen bleib dran. Und ein weiter wichtiger Tipp für diese Mutessenz, Freude am Experimentieren, am Machen. Und hier ist eigentlich der beste Tipp, den ich damals auch vom Buch von Arnold Schwarzenegger, er hat erst gemacht und dann darüber nachgedacht. Und das ist super. Weil ich mache dann einfach, oder wir machen, können einfach machen und denken erst hinterher drüber nach. Das verbindet sich auch mit diesem anderen Tipp, suche deine Mutmomente am Tag. Bei mir ist es direkt nach dem Aufstehen, da schreibe ich dann die Presse an oder habe so auch meinen Verleger gefunden oder halt auch andere Dinge gemacht, die mache ich am Vormittag. Und dann denke ich am Nachmittag drüber nach und denke mir, oh Gott, habe ich die Person wirklich angeschrieben? Oh Gott, oh Gott. Aber dann ist es schon abgeschickt, dann ist es schon vorbei. Und deswegen erst machen, dann darüber nachdenken. Genau, was natürlich auch wichtig ist, überwinde deinen Widerstand. Wir haben gesagt, wir haben jetzt eine Idee, was wir wirklich machen wollen. Zum Beispiel jetzt deinen ersten Klangabend geben oder dein erstes Coaching. Und dann kommt der Widerstand. Ah, ich mag doch nicht und alles fühlt sich irgendwie nicht gut an. Die Vorbereitung ist ja auch immer zart, oder? Sich für irgendwas vorzubereiten. Und dann nimm dir aber vor, gib dir einfach nur 5 Minuten, setz dich hin, geh durch den Widerstand, sag nach 5 Minuten, wenn es nicht besser wird, hörst du auf. Und dann wirst du aber merken, dann bist du eh schon drin in dem Thema
Und dann wird es auch meistens, dann bist du schon in Bewegung und wird's durchgehen. Genau. Weiterer Tipp, was du dir auch denken kannst, ist der Intuition zu folgen, immer wieder zu schauen, wie kann ich meine Intuition schulen, wie kann meine Intuition noch besser werden. Ja, wie kann ich noch intuitiver durchs Leben gehen? Weil wir wissen alle, die intuitiven Sachen, das sind wir auch auf dem richtigen Weg. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, Hilfe annehmen. Hilfe annehmen und auch Hilfe holen, sich das zu trauen, sich vernetzen und bestärken und vor allem seine Vision sehen und dann auch manifestieren, was wir vorhin angesprochen haben, mit der Zielklarheit. Ja, manifestiere mit deiner Zielklarheit. Wenn du deinen Herzensweg kennst, deine Aufgabe, dann nimm dir dieses Ziel vor, manifestiere, träume groß und sehe deine Vision auch, was du magst. Und wenn du weißt, was du magst, haben wir auch schon gesagt, dann wird alles einfacher. Genau, und dann wird Folgendes passieren. Es wird Folgendes passieren, wenn du diese Punkte einfach für dich machst, deinen Mutmuskel schulst, trainierst, der wird ständig größer werden, ob in einer Mutgruppe oder anders. Wenn du deinen Herzensweg folgst, er wird aufgehen, das verspreche ich dir. Alles, was mit dem Herz passiert, wird einfach gut. Dann wird Folgendes passieren. Du stehst hinter dir und zu dem, was du tust. Du bist die größte Form des Mutes. Du bist ein Leuchtfeuer für dich und andere. Du inspirierst dich und andere. Du machst das ja nur nicht nur für dich, sondern auch für andere. Das tut ja deiner Umgebung auch gut. Du lebst vollkommen in deiner Freude. Du wirst es machen und dich danach großartig fühlen. Du vertraust deinem Lebensweg und weißt ganz genau, dass die richtigen Momente, wenn du eben diese Entscheidung getroffen hast, diesen Weg zu gehen, auch in dein Leben kommen. Das verspreche ich dir auch. Du beurteilst nicht mehr, hörst auf zu bewerten, sondern weißt, alles passiert im richtigen Moment. Und wenn du ein Seminar machst und es kommen zwei Leute, ist das genauso gut, weil mit diesen zwei Menschen kannst du dann super üben und hier auch einfach im Vertrauen bleiben. Ja, und so komme ich auch zu meinem Abschluss, bevor es in die Fragerunde geht. Und das Abschluss möchte ich gern Goethe zitieren, weil ich das so schön finde und weil es das beschreibt, was ich heute gesagt habe. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung und es sorgt zu deinen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt hätte. Was immer du tun kannst und wovon du träumst, fang es an. In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie. Und das kann ich dir wirklich versprechen, wenn du dich 100% für etwas entscheidest, ob es jetzt in die Selbstständigkeit ist oder endlich mal ein Projekt umzusetzen und du 100% hinter dem stehst, dann wird alles aufgehen. Dann kommen die richtigen Menschen in dein Leben, die dir helfen. So war es bei mir auch. Wir wussten am Anfang gar nicht, wie man zum Beispiel richtig die Musik so aufnehmen kann. Und plötzlich stand quasi so der Toningenieur vor uns und hat uns dann geholfen. Und ich habe noch mehrere Zufälle und verrückte Sachen, die man sich gar nicht erklären kann. Aber es liegt eben an dieser hundertprozentigen Entscheidung. Ich mache das. Ich stehe hinter dem. Ich stehe hinter mir. Ich wahre meine Grenzen. Ich stehe mutig für mich ein. Ich wahre meinen Selbstrespekt. Und wenn ich weiß, was der Weg für mich ist, mein Herzensweg, dann kann ich auch Nein zu anderen Dingen sagen, die einfach nicht mehr zu mir passen. Dann sage ich einfach Nein und habe dafür mehr Zeit für meine Herzensdinge, für meine Menschen, die mir gut tun, für meine Projekte, die mir gut tun, für meine Arbeit, die mir Freude macht. Für alles, was du dir im Leben wünschst. So, also tu es, geh mutig deinen Herzensweg, mach es einfach und sei ein Leuchtfeuer für dich und andere. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich bin jetzt noch hier, um deine Fragen zu beantworten, wenn du welche hast. Ja, ihr könnt's, wenn ihr noch Fragen habt, eben in diesen Live-Chat reinschreiben. Ich hoffe, das funktioniert eben bei YouTube. Alles, was ihr wollt, könnt ihr da fragen. Und ansonsten könnt ihr mich, wie gesagt, jederzeit kontaktieren unter zita-matus.at. Ich habe es am liebsten, wenn man mich per Mail kontaktiert. Das mag ich am liebsten. Und vielleicht habt ihr auch da noch Fragen zu diesem Thema. Heute war es einfach
Sehr gerne, Wolfgang. Genau, heute war es einfach so ein rundes Ding, natürlich auch an der Oberfläche gekratzt, aber genau. Okay, es kommt eine Frage rein. Genau, das Video versuche ich. Na, es wird bestimmt funktionieren. Du kannst danach, lieber Wolfgang, das natürlich immer wieder anschauen. Und ich danke dir und allen für eure Zeit. Ich warte jetzt noch auf die Frage. Woran hast du erkannt, dass es der richtige Moment ist, um deine Herzenswünsche umzusetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich gehe da immer wieder in die Radikalität rein, indem ich mir einfach sage, diese Frage stelle, die ihr alle kennt, was würde ich wirklich machen, wenn ich jetzt nur noch ganz kurz zum Leben hätte? Und ich glaube, wir wurden alle schon mal mit dem Tod konfrontiert, ich auch in meiner Familie. Und dann denke ich mir, dann möchte ich einfach nicht warten, sondern ich weiß, jetzt ist der richtige Moment, weil der richtige Moment ist ja immer nur jetzt. Und ich bin so ein Mensch, lieber das erledigen und dann schnell tun. Und wir haben alle nichts zu verlieren, weil wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt wieder einer Arbeit nach oder dann machen wir was anderes. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Und dass wir uns auch hier irgendwie gegenseitig unterstützen und uns die Angst nehmen, es kann nichts passieren. Wir können nur ausprobieren und meistens funktioniert das super. Genau, liebe Sandra, also ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, dass wir alle unsere Herzenswünsche umsetzen. Genau jetzt, in dieser Zeit. Genau. Ja, vielleicht kommt noch was rein. Ich komme noch eine Frage. Ich warte jetzt noch kurz. Wolfgang schreibt noch was. Ja, es würde mich natürlich auch freuen, wenn ich euch alle mal hier in der Casa sehen, wir wirklich mal so einen Live-Workshop machen und gegenseitig unsere Erfahrungen, weil hier kann ich natürlich sprechen und ich sehe euch leider nicht, aber ich fühle euch natürlich. genau, da würde ich mal freuen, wenn wir uns zusammenkommen. Wolfgang schreibt, ein lieber Mensch hat vor kurzem zu mir gesagt, nichts aufschieben und das passt gut so. Ja, genau, da kommt ja auch das Zitat, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das hat immer meine Mutter zu mir gesagt. Und in dem Sinne ist es auch ein sehr guter Abschluss. Also, ich wünsche uns allen von Herzen, dass wir dieses Leuchtfeuer sind für uns und für andere, dass wir eben mutig diesen Herzensweg beschreiten und wirklich, wir alle gehen durch verschiedene Sachen. Lasst uns inspirieren, lasst uns zusammenwachsen und lasst es uns einfach tun, mutig diesen Weg zu gehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche noch wirklich einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss.